Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Geheimakte 2 Puritas Cordis. Wir sind wieder ja unter der Kapelle und versuchen den Weg ins Archiv des Kardinals freizulegen. Und wir müssen als letztes noch hier den weißen Springer setzen. Und wenn alles richtig ist, dann sollte jetzt eigentlich dann irgendwas passieren. Was? Eine Brücke, die aus der Decke fährt? So ein Mechanismus in einer 350 Jahre alten Kapelle? Was auch immer sich hinter dieser Tür befindet, es muss von unschätzbarem Wert sein. Ich kann nur hoffen und beten, dass es sich um das geheime Archiv von Kardinal Coubertin handelt. Wow, was für ein Anblick. Latein. Für ein ganzes Archiv wird mein Schullatein kaum reichen. Ich bin ja auch noch da. Wie haben Sie das geschafft? Eine lange Geschichte. Kurz gefasst, ich war richtig gut. Ja, scheint so. Aber ich war auch nicht untätig. Ich habe ein paar Informationen erhalten, mit denen wir die gesuchten Dokumente hoffentlich relativ schnell finden. Unglaublich, wie gut diese Aufzeichnungen erhalten sind. Hier haben wir schon etwas. Und die Dokumente von Puritas Cordis, die Bruder Bernard im 17. Jahrhundert an den Kardinal geschickt hat, sind auch dabei. Ich will mal kurz zusammenfassen, was ich bislang herausfinden konnte. Anscheinend kehrte Zandona völlig verändert von einer seiner Pilgerreisen aus dem gelobten Land zurück. Auf dieser Reise hatte er wohl eine Vision und war fortan wie besessen von der Idee, einen Gottesstaat zu gründen. Wie bescheiden. Ja, aber wie wir wissen, extrem überzeugend. In kleinen Dörfern trat er als Bußprediger auf, der die Sündigen vor Gottes Gericht warnte und düstere Prophezeiungen ausstieß. Die er dann ja auch notfalls selbst in die Tat umsetzte. Ein Terrorregime auf Basis der Angst vor der Apokalypse. Ja, und mit bemerkenswertem Erfolg. Seine Anhängerschaft wuchs beinahe stündlich. Besonders in den ländlicheren Gebieten kamen die Menschen in Scharen, um sich ihm anzuschließen. Hier sind auch nochmal die Vorboten der Apokalypse aufgelistet. Zuerst Pestilenz und Krankheit, als nächstes die Bestrafung der Habgierigen, dann Krieg, Erdbeben, Feuer, gefolgt von einer Sintflut. Soweit wissen wir das ja alles schon. Was soll als nächstes passieren? Die Vorboten sollen die Könige der Welt dazu bringen, sich im neuen Babel zu versammeln und Rat zu halten. Dort will Puritas Cordis sie dann auf einen Schlag vernichten, damit die Sekte, die sich für die Elite der Menschheit hält, eine neue Weltordnung erschaffen kann. Neues Babel? Was soll das? New York! Das passt auf New York! Puritas Cordis will die UN-Vollversammlung auslöschen. Wir müssen meinen Vater anrufen. Er wird untergehen, so wie all die anderen Unwürdigen mit ihm. Gottes Wille ist mit uns. Niemand kann uns aufhalten. Und ihr beiden schon gar nicht. Los, mitkommen! Laufen Sie! Schnell! Ah, Frau Kalenko. So sieht man sich wieder. Sie erinnern sich vielleicht an mich, der charmante Barkeeper auf der Calypso. Aber genug der Höflichkeiten. Hier finden Ihre Bemühungen, uns aufzuhalten, ein bedauerliches Ende. Nein! Und wieder ein Ärgernis weniger. Können wir jetzt aufbrechen? Oder wollen Sie Ihrem Kollegen folgen? Nein? In Ordnung, dann lassen Sie uns gehen. Wir werden einen kleinen Ausflug aufs Land machen. Jetzt schmur ich schon seit Stunden in dieser Zelle und warte darauf, dass dieser Pat Shelton endlich wiederkommt. Wenn ich nur wüsste, was er eigentlich von mir will und was Nina mit der Sache zu tun hat. Es muss ja irgendwie mit den Vorfällen in Indonesien zusammenhängen. Okay, überlegen wir mal. Die haben einen Vulkan zum Ausbruch gebracht und ich war Zeuge. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterverfolgen, kommen wir zu der Feststellung, dass sie solche Zeugen vermutlich nicht sonderlich mögen. Fazit? Hier werde ich wohl keinen Spaß haben. Ich sollte mich also schleunigst vom Acker machen. Bleibt nur die Frage, wie. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas organisieren, um hier abhauen zu können. Bro,
Okay, dann gucken wir uns mal um. Oh mein Gott, David Korell ist jetzt tot? Oder wie darf ich das verstehen? Der scheint ja von der Brücke in den Abgrund gestürzt zu sein. Nina ist in den Händen von Puritas Cordis. Und Max ist immer noch gefangen. Aber da ja der komische Barkeeper, mir ist gerade sein Name entfallen, da ist, hält sich Max wahrscheinlich auch in Paris auf. Zumindest liegt die Vermutung recht nah. Und Puritas Cordis strebt natürlich nach Weltherrschaft. Das haben wir jetzt auch rausgefunden. Und das ist jetzt wahrscheinlich das gleiche in Grün mit Pat Shelton. Einfach nur 350 Jahre später. So, aber jetzt müssen wir erstmal mit Max versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Dann gucken wir uns doch mal um, was wir hier so haben. Selbst bei genauerer Untersuchung kann ich keine Schwachstellen ausmachen. Okay, das heißt, hier kommen wir schon mal nicht durch. Die Abstände zwischen den Gitterstäben sind viel zu klein, um durchzukriechen. Aber hier liegt irgendwas auf dem Boden, ein Apfel, der sieht aber schon ein bisschen angegammelt aus. Ich nehme an, der Apfel hatte nicht schon immer dieses weiße Pelzmäntelchen. Nein, bald lernt er laufen. Das sein? Ja, muss wohl. Ja, wir können jetzt nicht wählerisch sein, Max. Viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Das feuchte, gammelige Zeug stinkt bestialisch. Ja, nimm das. Man könnte den Gestank vielleicht als Waffe einsetzen, aber ich wäre wohl der Erste, der davon umkippt. Also lasse ich das Zeug, wo es ist. Okay, das Stroh also schon mal nicht. So, die Zelltür wird wahrscheinlich abgesperrt sein. Nicht aus Edelstahl und auch nicht rostfrei, aber dennoch sehr effektiv. Die macht einen extrem stabilen Eindruck. Okay, so können wir also schon mal nicht hier lang. Hier haben wir einen Ofen, einen Müllgreifer. Damit kann man Müll vom Boden aufsammeln, ohne sich bücken zu müssen. Sehr praktisch, wenn man alt ist. Oder faul. Ja gut, aber Max wird ja hier nicht rankommen. Ich würde ja gerne. Aber wie heißt es doch gleich? Männer haben kurze Arme. Wir haben ja nur den Apfel. Mehr haben wir ja nicht. Aber ich denke mal, der würde uns ganz gut nützen können. Was ist denn hier mit der Ofenklappe? Die sieht so aus, als könnten wir die öffnen. Eine gusseiserne Ofenklappe. Kleiner Hinweis. Zwischen hier und dort gibt es ein paar Gitterstäbe, die meinen Bewegungsspielraum doch empfindlich einschränken. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, Max. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, die Sektenmitglieder tragen nur deshalb solche Kutten mit Kapuze, damit man ihre hässlichen Gesichter nicht sehen muss. Eigentlich sehr rücksichtsvoll von ihnen. Ja, das sind ganz nette Menschen. Go, go, Gadgetto-Arm. Scheint nicht zu funktionieren. Okay. Alles klar. So, Alarmknopf, Zahlenfeld, ja. Sieht aus wie ein Alarmknopf. Gut, da kommen wir jetzt aber ja überall nicht ran. Ein Zahlenfeld zur Codeingabe. Wir haben nur den Apfel und ich würde jetzt mal probieren, ob wir uns damit nicht den Müllgreifer, also dass wir den umschubsen können, dass der Richtung Zelle fällt und Max den sich dann greifen kann. Weil was anderes bleibt uns in der Situation jetzt hier irgendwie nicht übrig. Wenn ich den Müllgreifer genau treffe und das Ding dann auch noch in die richtige Richtung umfällt. Genau so. So, und damit könnten wir uns jetzt theoretisch auch wieder unseren Apfel angeln, oder? Prima, hat geklappt. So, mal gucken. Der ist viel zu massiv, um ihn mit einem dünnen Stock umzukippen oder zu zerstören. Ich würde eigentlich den Apfel, aber der ist jetzt gar nicht mehr zur Auswahl. Okay, aber wir können bestimmt die Ofenklappe jetzt uns holen. Ich muss die Klappe nur aus den Angeln ziehen und... Und... Okay, wir haben eine Ofenklappe. Geschafft. So, jetzt fehlen nur noch die gute Gelegenheit, ein kurzer Schlag und schnelle Beine. Mitkommen. Pat Shelton will Sie sehen. Mist. Gegen zwei Leute kann ich mit meiner kleinen Ofenklappe wenig ausrichten. Ich sollte auf eine bessere Gelegenheit warten. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Nina! Max! Ja, Nina Kalenko und Max Gruber. Ich würde Sie jetzt liebend gerne Ihr Wiedersehen gebührend feiern lassen. Aber leider haben wir dafür keine Zeit.
Der Grund für unsere kleine Zusammenkunft ist ganz einfach. Sie wollen etwas wissen und ich will etwas wissen. Ihre Geschichte, dass Sie sich nur ganz zufällig an zwei völlig unterschiedlichen Orten der Welt für eine gemeinsame Sache interessieren, wer soll das glauben? Das wäre schon bei völlig fremden Menschen unwahrscheinlich. Aber bei Ihnen beiden? Und so ganz zufällig war die Zusammenarbeit mit David Corell vom kirchlichen Geheimdienst mit Sicherheit auch nicht. Ich weiß nicht, für wen Sie arbeiten, aber Sie wissen mehr, als Sie mir erzählt haben. Viel mehr. Und doch wissen Sie bestimmt nicht alles. Also machen wir einen kleinen Deal. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, was Sie wissen wollen. Sehen Sie, die Wahrheit ist wie eine ewige Flamme. Man kann versuchen, sie zu verbergen oder zu verdunkeln. Nur löschen kann man sie nicht. Und die Wahrheit hat ihr hässliches Gesicht schon lange nicht mehr hinter dem Schleier der Technik und des Fortschritts verborgen. Sie zeigt uns Tag für Tag ihre schreckliche Fratze. Jede Stunde verhungern 660 Kinder. Millionen von Menschen schuften unter menschenunwürdigen Bedingungen, während ihre Bosse immer reicher und fetter werden. Die Wüsten breiten sich immer weiter aus. Die Polarkappen schmelzen. Das Ozonloch wächst. Die Klimakatastrophe steht kurz bevor. Jeden Tag geben wir unser Bestes, unseren Planeten nach allen Kräften zu zerstören. Allein heute sind wieder fast 140 Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Ja, schrecklich. Und nun? Sie können diese Welt zu einem besseren Ort machen? Ich kann. Zandona war ein großer Prophet. Zu groß für seine Zeit. Seine Vision ließ sich im 17. Jahrhundert noch nicht realisieren. Heute sieht das anders aus. Vision? Zandona hatte keine Vision. Er war nur ein kranker Kopf, der die Welt vernichten wollte. Vernichten? Oh, ihr Blinden! Er wollte nicht die Welt vernichten. Er wollte nur all jenes Übel auslöschen, was für die Vernichtung dieser Welt verantwortlich ist. Ich werde es Ihnen zeigen. Das hier ist die kanarische Insel La Palma. Ein Urlaubsparadies für Sonnenliebhaber. Interessant ist die Insel für uns aber aus einem ganz anderen Grund. Der Vulkan Cumbre Vieja. Die brüchige Westflanke dieses Vulkans ist durchzogen von Felsspalten und Rissen, in denen sich Wasser gesammelt hat. Und jetzt wird es interessant. Durch die Platzierung mehrerer Bomben an genau berechneten Stellen können wir dieses Wasser durch thermonukleare Explosionen so stark erhitzen, dass es schlagartig verdampft. Und wenn Sie im Physikunterricht aufgepasst haben, werden Sie wissen, dass eine so plötzlich auftretende Verdampfung von Wasser einen derart gewaltigen Druck erzeugt, dass die brüchige Flanke des Vulkans abrutscht und ins Meer stürzt. Ahnen Sie schon, was jetzt kommt? Genau, ein Tsunami. 200 Meter hohe Wellen rasen mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs über den Atlantik. Dieser gewaltige Tsunami wird über die Ostküste der USA hinwegfegen. New York versinkt in den apokalyptischen Fluten und mit ihm die selbsternannten Herrscher der Welt, die sich derzeit im UN-Hauptquartier gegenseitig an blinder Inkompetenz überbieten. Das entstandene Machtvakuum werden unsere Anhänger ausfüllen, die zum Teil seit Jahrzehnten an den entscheidenden Stellen sitzen. Sie werden die Macht übernehmen und die Menschen in ein goldenes Zeitalter führen. Außer den Menschen an der Ostküste. Die werden Sie wohl nirgendwo mehr hinführen. Hören Sie mir nicht zu? Ich sagte doch, es geht darum, die Erde zu retten. Indem Sie Millionen Menschen jämmerlich ertrinken lassen? Was für eine Rettung soll das sein? Ich errette Sie vor Ihrer eigenen Zerstörungswut. Früher oder später würden Sie sich sowieso gegenseitig umbringen. Aber dann dürften nicht nur ein paar Millionen Menschen sterben, sondern die Lebensgrundlage auf diesem Planeten wird für immer zerstört. Sehen Sie denn nicht? Die Mächtigen dieser Welt treiben uns Tag für Tag dem Ende entgegen. Doch nun haben wir die Möglichkeit, das Übel an der Wurzel zu packen und ein für alle Mal auszurotten. Ohne ihre Herrscher werden die Menschen hilflos sein, wie eine Schafherde ohne Schäfer. Sie werden sich Gott zuwenden. Und Puritas Cordis. Denn wir haben die Katastrophe kommen sehen. Und wir sind es auch, die wissen, wie weitere Katastrophen zu verhindern sind. Und niemand ahnt, dass Puritas Cordis die Katastrophen selbst ausgelöst hat? Es ziemt sich für das Schaf nicht, den Willen des Schäfers zu hinterfragen. Wir werden die Menschen ein gottgefälliges Leben lehren.
werden sie im Geiste Zandonas erziehen und am neuen Gottesstaat teilhaben lassen. Angeführt werden sie von unseren Anhängern, die wir aus den Klügsten der Klugen und den Frömmsten der Frommen rekrutiert haben. Und was wird Ihre Rolle in diesem Staat sein? Ich werde die Stimme sein, die den Willen Gottes verkündet. Das heißt, Sie herrschen über alle anderen. Es geht also eigentlich nur um Macht, wie immer. Natürlich, um die Macht Gottes. Aber genug von mir, genug von uns. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt und Ihnen vieles von dem erzählt, was Sie bestimmt noch nicht wussten. Zumindest nicht so detailliert. Jetzt ist es an Ihnen, Ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Für wen genau arbeiten Sie? Was wissen Sie? Wer weiß noch davon? Und wie will der kirchliche Geheimdienst das Unausweichliche verhindern? Wir hatten eine Abmachung. Reden Sie! Für wen wir arbeiten? Kirchlicher Geheimdienst? Keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen, aber Ihr Hirn scheint durch den ganzen Zandona-Mist schon ziemlich aufgeweicht zu sein. Anders kann ich mir das sonst kaum erklären. Ich lasse mich von Ihnen nicht zum Narren halten. Nun gut, Sie haben es nicht anders gewollt. Sehen Sie das Grab da drüben? Ganz frisch ausgehoben. Es fehlt nur noch die entsprechende Leiche. Also, ich frage Sie ein letztes Mal. Was wissen Sie? Mit wem haben Sie darüber geredet? Und welche Rolle spielt der kirchliche Geheimdienst? Oh Mann, so, jetzt müssen wir uns hier entscheiden. Wir wissen nichts, ich sage nichts oder wir erzählen alles. Aber diese Entscheidung werden wir erst im nächsten Video treffen, denn die Zeit ist um. Also bis dann. Tschüss.